sie gilt als Putins Geliebte, die geheimnisvollste Frau Russlands. Abgetaucht, lange Zeit, versteckt wohl in der Schweiz, jetzt aber zurück in Moskau. Alina Kabeljewa, früher Kunstturnerin, jetzt auf Putins Propagandabühne. Was für eine Show legt sie dorthin? Ein Glamour-Auftritt von Putins Geliebter am Abend. Wir zeigen Ihnen gleich Aufzeichnungen für eine TV-Show. Es ist ihre Show, die Show der Dame, die Sie hier sehen, das Alina Festival. Ja, die ganze Show soll dann am Tag des Sieges im Putin-TV laufen. Die Propagandashow von Putins Geliebter Alina Kabeljewa. Das hat sie am Abend dort gesagt. Das Thema Krieg ist nicht nur ein Thema der Vergangenheit. Diese Feier ist nicht nur für das ganze Land, es ist ein Feiertag für jede Familie. Jede Familie hat eine Kriegsgeschichte, das dürfen wir nicht vergessen. Es zieht sich durch die Generationen. Ja, wer ist die Schatten-First Lady Russlands? Wer ist diese Frau? Das besprechen wir jetzt mit unserem Chefreporter Peter Thiele. Warum hält Putin diese Liebe? Hier sehen wir noch mal Bilder von ganz früher. 30 Jahre Altersunterschied zwischen den beiden. Was steckt hinter dieser Liebe? Diese Frau, die ihn schon so viele Jahre seines Lebens begleitet und jetzt für ihn die Propagandashow hinlegt. Peter Thiele, unser Chefreporter bei uns im Studio. Peter, diese Liebe, was weiß man über diese Liebe, die ja hinter völlig verschlossenen Türen stattfindet? Ja, man weiß nur, dass es diese Liebe geben soll. Wladimir Putin hat zumindest nicht mehr dementiert. Er hat sich immer nur darüber despektierlich geäußert, wenn er nachgefragt worden ist. Es gab in Russland schon 2008 mal das Gerücht, dass die beiden ja intim miteinander sind, wie man das so schön am frühen Morgen sagt, und dass sie sogar heiraten wollen. Die Zeitung, die das gemeldet hat, die war dann 2 Wochen später eingestampft. Kommt nicht gut, wenn man es macht. Also Kabeljewa, eine wirklich der Vorzeigeturnerinnen, die Russland hatte. Rhythmische Sportgymnastik ist in Russland populär. Das ist das Ding mit Keulen, Bällen und mit dieser Strippe, die man da und diesem Bändchen auf der Turnmatte. Und die ist da wirklich in Russland weltberühmt, sage ich mal, und war auch wirklich eine der besten ihres Fachs. Und ja, die Gerüchte gibt es seit 2008 und seit 2006. Da war der gute Mann aber noch verheiratet mit seiner ersten Frau Ludmilla. Und da konnte er schlecht zugeben, dass er mit ihr ein Verhältnis hat und dass er sie heiraten will. Die Scheidung von Ludmilla erfolgte dann erst 2014. Da hatte Frau Kabeljewa aber schon mal ein Kind von ihm. Das ist alles nicht so schön und alles nicht so populär. Aber die Liebe wird nicht dementiert. Die Liebe scheint dazu zu sein. Sie scheinen sich einigermaßen treu zu sein. Die einzige Frage ist nur, wie man es hinkriegt zwischen der Schweiz und zwischen Moskau. Jetzt kehrt sie also zurück auf die Bühne. Wir haben die Bilder gerade gesehen und schauen noch mal rein in diesen Glamour-Auftritt. Also, das ist eine Aufzeichnung für eine TV-Show, die ausgestrahlt werden soll am Tag des Sieges. Wenn was in Russland passiert, dann passiert das seltenst zufällig. Also, sie ist zurück jetzt. Alina Kabeljewa in der großen Propagandashow Putins. Warum jetzt? Weil Wladimir Putin Unterstützung braucht. Also, wir erinnern uns an seine letzte Propagandashow. Das war am Jahrestag der Krim-Annexion, da hat er im Luzhniki-Stadion gestanden und musste kurz mal ausgeblendet werden, sogar im Staats-TV, weil es da Pfiffe gab. Und Kabeljewa macht ein bisschen mehr her als Wladimir Putin. Und Wladimir Putin kann ja seine eigene Siegesfeier dann im Fernsehen auch nicht selber promoten. Und da muss dann schon irgendetwas hin. Und ganz klassisch natürlich eine Frau, am besten noch eine schöne Frau, eine populäre Frau. Und hinter ihr sehen wir übrigens, wenn wir es nochmal sehen können, das Z vom Abend. Dahinter. Das Kriegs-Z. Ja, und das ist eigentlich doppelte Botschaft. Es ist nämlich das Kriegs-Z, das wir von den Panzern kennen, das auch die Oppositionellen an die Tür geschmiert bekommen in Russland. Und es ist auch das Z geformt aus dem Georgsband, wenn wir das nochmal sehen können. Das sie auch an der Bluse trägt. Ja, ne? Und schwarz und orange, das ist das Georgsband. Das war das Band, das war das Symbol für die Krimbesetzung. Das war der Start 2014, der erste Überfall auf die Ukraine. Dazu gab es das Georgsband. Das war an allen Autos dran. Das war populärer als das Z jetzt. Und deswegen formt man jetzt das Z aus diesem Georgsband. Da sieht man es hinter ihr und auch an ihrer Bluse. Das jetzt was davor. Aber wir sehen da das Z mit und das Schwarz und Orange. Das ist das Georgsband. Das Georgsband weit populärer als das Z. Deswegen macht man jetzt das Z aus dem Georgsband. Und das ist halt das Zeichen dafür für die Annexion der Krim und des Donbass. Und Kabeljewa, die hat sich übrigens stark verändert. Es wird auch gewitzelt in Russland. Sie habe offensichtlich denselben Schönheitsdoc und dieselbe Botox-Pulle wie Wladimir Putin, der ja auch bis fast zur Unkenntlichkeit durchgebotoxt ist. Auch Frau Kabeljewa hat sich jetzt verändert und sie ist halt wirklich, ja, er braucht sie für die Propaganda. Und Kabeljewa, sagen wir mal so rum, selbst wenn sie nicht seine Geliebte ist, dann tauchten doch die Fragen auf, warum sie so unendlich reich ist. Also nur mit Ton kann man das Geld, das sie gemacht hat, nicht haben. Da kriegt man auch nicht die Posten her. Sie ist Chefin im Vorstand der National Media Group. Das ist
ein Medienkonglomerat mit Produktionsstudios und die sind auch Partner von Netflix zum Beispiel in Russland. Da guckt man jetzt natürlich schon hin bei diesem Auftritt. Wie wird das in Russland wahrgenommen? Also verbucht man das da auch unter, naja, so ist es halt bei uns im Staat? Oder ist das was? Ist diese Frau wirklich beliebt? Klatscht man der ehrlich zu? Das ist die Goldkati von Russland. Also das ist die Katharina Witt Russlands. Die ist da echt populär. Die mag man da. Und die Russen hassen ja Putin nicht. Also was wir immer wieder dann erstaunt zur Kenntnis nehmen, ist, dass Wladimir Putin ja bei den meisten Russen doch sehr populär ist. Und Kabeyeva hilft ihm noch populärer zu sein und beliebter zu sein. Und es ist ja für den großen Führer, der da im Kreml sitzt. Die Russen haben ja gern den großen, starken Mann. Und als großer, starker Mann in so einer klassischen Männerwelt, wie es Russland ja noch ist, da kommt es gut an, wenn du dann auch als potent giltst und eine junge Geliebte hast, eine jüngere, 31 Jahre Altersunterschied. Und Kabeyeva und Wladimir Putin, das ist schon ein Paar, das matcht öffentlich, das haut hin. Man fragt sich dennoch, wenn man sie sieht, warum wird sie eigentlich nicht sanktioniert? Putins Töchter, also die, von denen man weiß, nicht ihre Kinder, sondern mit seiner Ex-Frau, gegen die gibt es Sanktionen, gegen Alina jedoch nicht. Ja, da gibt es wilde Spekulationen, mehr gibt es dazu nicht. Es gibt die Diskussion, ob man sie tatsächlich sanktionieren soll. Es gibt in der Schweiz eine Bewegung, die dafür ist, dass sie ausgewiesen wird oder sanktioniert wird. Dort soll sie irgendwo leben, entweder in Genf oder in Tessin, man weiß es nicht. Es gibt ein schwer bewachtes Chalet in der Schweiz, da lebt sie. Bisschen einsam, ich weiß das von einer um drei Ecken gemeinsamen Freundin, dass sie sehr, sehr einsam war da eine ganze Zeit lang, nämlich als sie mit dem ersten Kind, das sie in der Schweiz kriegen musste, weil in Russland ging das nicht. Da war sie sehr, sehr lange sehr, sehr einsam, aber es sind ja noch Kinder hinterhergekommen, also muss die Einsamkeit nicht von langer Dauer gewesen sein. Aber auch in den USA gibt es die Diskussion, ob man sie sanktionieren sollte. Und das gilt so als einer der letzten Schritte, um Wladimir Putin wirklich privat zu treffen. Aber normalerweise müsste sie auf Sanktionen. Aber macht es halt einfach, sagt man sich doch. Also das ist ein Riesenfragezeichen. Warum hat man das bisher nicht gemacht? Das Weiße Haus, ist das angesichts dieser Bilder jetzt nochmal gefragt worden? Und die Sprecherin hat gesagt, wir prüfen das jetzt nochmal. Also das zeigt, es ist Bewegung drin, zeigt aber auch, Mensch, man hat das immer noch nicht gemacht. Das ist ein Riesenfragezeichen. Ja, warum traut man sich da nicht ran? Ist so einfach, den Namen einfach raufschreiben. Auf die ja, Person. Du kannst den Namen einfach raufschreiben, aber sie hat ja keine Entscheidungsbefugnis. Also das ist dann tatsächlich eine Privatperson, die du dann da irgendwie drauf hast, um Wladimir Putin übers Eck zu treffen. Naja, sie hat eine gewaltige mediale Wirkung, wie wir gerade natürlich hier bekommen. Ja, ne? Und die Propagandisten gehören mit auf die Liste drauf. Ich will sie überhaupt nicht verteidigen. Die Frau gehört drauf und zwar schon ganz lange. Nämlich die Propagandisten sind damit die Schlimmsten. Die müssen drauf und sie wird ja fürstlich entlohnt. Ihre ganze Familie, also der gesamte weibliche Zweig der Kabeyeva-Familie, Mutter, Oma, Schwester, alle mit riesen Grundstücken von Putins Maklern versehen. Die haben wirklich fette Villen in Sotschi, in Moskau. Die haben riesen Anwesen. Auffällig ist, dass die Anwesen immer alle nicht weit von den Anwesen von Wladimir Putin weg sind. Also man fürchtet auch dann eine Aggressivität seitens Putins, wenn man dann auch diese Dame, die so wichtig für ihn ist, auch privat sanktioniert. Peter Thiele, vielen herzlichen Dank.